Henlo, ihr Karamellflöckchen. Viel Spaß mit dem Spiel Inscript schon. Ein virtuelles Kartenspiel mit einigen Twists und Horrorelementen. Schaffen wir es, die Geschichte zu Ende zu führen und ein starkes Deck auf die Beine zu stellen? Ich glaube an euch, Yuki und Deli. Uwu. Nice. Warte. Nimm. Gammel. Ja, Moment. Ich bin gerade... Nein, Gammel. Nein, Gammel. Ich muss gerade... Warte. Nein, bitte, bitte. Ja, bitte, mal jetzt im Herzen mit, du darfst nicht mit. Nice. Hast du jetzt schnell geguckt, ob deine Daten gelöscht wurden? Nein. Grab ist auch was. Ach, verbessern. Erinnerst du dich an deinen Zweitstapel? Ja. Dieses nutzlose Ding mit dem ganzen leeren Gefäßen? Gleich wird es weniger nutzlos. Ja, bitte. wäre okay, machen wir weiter. Das ist auch gut. Das ist halt auch gut. Okay, jetzt überlegen wir Flug unbedingt ab. Die haben so wenig Flug. Dafür kriegen sie halt einen Damage. Mit dem anderen wäre eh nur, als hätte man ein Leben mehr. Ja. Ich würde das auch nehmen. Mayo, Baby. Ja, nehmen wir das. Tschüssi. Interessant. Ich bin nicht sicher, ob das so richtig war, aber sie haben jetzt alle spitze Stacheln. Nice. Yay. Können wir jetzt? Da musst du echt nur noch dieses rausfinden, welches Symbol da an der Wand ist. Kannst du da irgendeine Taste auf der Tastatur? Ich habe jetzt irgendwie immer aufblitzen lassen. Rechts, linke Maustaste. Ich drücke alles, Deli. Hast du auch schon mal die linke und die rechte Maustaste? Steuerrad, Backboard, weiß ich nicht. Warum geht das heute nicht? Deswegen geht's vielleicht nicht. Du triffst nämlich gar nicht die Fotoapparat. Ja, aber dann müssen wir halt das letzte Rätsel noch mitmachen. Dies wurde dies. Wir haben bis jetzt nur Flug. Flughörnchen. Na gut, gehen wir mal. Die sind alle spitz. Oh ja. Spitze Sterne. Sprecherkarte voll. Oh no. Willst du mich veralbern? Kriegen wir wieder Videodateien. Yeah. Der nicht von ihm, sondern von dem Typen, der spielt. Ich würde sagen, das sieht nach einem guten Cut schon mal für YouTube aus. Ja. Dann haben wir da nochmal einen Part. Wie lange magst du noch machen? Also ich habe Zeit. Ja, so eine Stunde würde ich schon noch machen, weil ich habe langsam ein bisschen Hunger. Sagt sie, während sie die Traum vernichtet, nebenher. Die sind schon lange leer. Siehst du, das meine ich doch. Da war auch nicht viel drin. Ja, wir haben es so in der Kamera gesehen. Nur 400 Gramm. Lass uns angucken. Well, hello there, Card Gamers. Hi. Looks like my garage sale hunting days have finally paid off. Yeah. Voll unangenehme Zeitgenosse so. You know what that is? You know what that is? Vintage packs of Inscription. Four of them. Nice. I don't know if the woman knew what these are worth. I mean, I felt a little bad buying them off of her. But I mean, she's probably doing okay living in this part of town. I mean, it's like, it's a nice part of town, you know? And she would have thrown them away if I hadn't come by. Right? Right. Okay. Big pack opening video incoming! Woohoo! Anschnallen! Ja, jetzt mal wie eBay Shop, ne? Scheiß drauf, auf die Kamera aus. Der Content. Was bestellt ihr denn? Erkennst du es? Also bei mir ist gerade ein bisschen unscharf. Ein Tisch und zwei Stühle. Okay. Hi, my name is Luke. Er hat eine Maske da auf dem Tisch. Da hinten wird eingerahmt, den Hirsch. Well, it's very nice to speak with you as well, Mrs. Würfel. Listen, I was at your garage sale the other day and I... No,
Everything's fine, thank you. Nee, die Garage ist okay. If you remember those playing cards that you sold me? Those... Yes! Yes, those ones. Inscription, yes. Yes. They were your daughters? Ah. Oh, hier sind meine Kinder. Wurde er nicht abgehört jetzt von dieser einen, oder die eine war doch vor der Haustür? Ja. Oh. Oh, no, I'm so sorry. Oh je, was ist jetzt passiert? Oh, it was a while ago. Ja, bestimmt die Tochter gestorben, deswegen hat er seine ihre Sachen verkauft. Oh, it's nothing really. I'm sorry to have bothered you, ma'am. Her name is Casey. That's a lovely name. Casey ist eine Karte aus dem Spiel. Ja. Sorry, what? She worked for Inscription? I mean, she worked for Game Funa? Ma'am, would it be possible? I see. Okay, yeah. Do you think I'd mind if I called you back? Diese Story einfach. Okay. Ich glaube, wir haben nicht mehr lange zu leben, Yuki, wenn wir das weiterspielen. Wollen wir aufhören? Nein. Ich hab Hunger. Lass uns nicht stürzen. Articles mentioned death or injury. Oh my god. No one was killed at the facility, though tragically young video game developer Casey Hobbs died from fire-related complications. Fuck. Hey, no, nicht fluchen! Working late at the facility performing quality assurance on behalf of her employer, Game Funa. Hi. Diese Kamerafehler, ich weiß nicht, ob die gruselig sein sollen oder was man damit auf sich hat. Zwei Schweine, eine 3, ein K. Was kann das bedeuten? 0, 3, K, 3. Was steht da oben? Hab ich jetzt nicht sehen können. Kannst du hier nochmal anklicken? Ali, kann ich nicht lesen? Miro, Miro, Bim. Modot. Ob das irgendein Secret ist? Someone is here. Hi. It's me. I want your cards. Fuck this. Schau dir was an, Nunaki! In the other room, so if I die before I can call 911, use this tape as evidence. Wee! Einfach einjeten. Da stand ein Code drauf. Kannst du nicht pausieren, wenn man Play drückt? Zufällig? Nee. Doch, kannst du, doch. Nebendran, genau. MJCOL 0625722 Klammer auf PJRHAP 6 Fragezeichen Ausrufezeichen Klammer zu. Könnte das die Datei sein, die wir hätten suchen sollen? Hm. Good question. Gesundheit, Dankeschön. Blatt Dollar LSTT IR8OX. Klingt so viel, wenn du es vorliest. Ja, ich wollte das tun. Für die Mühen. Remix. Ich glaube, er wird irre. Wird er zu Lashy? Denke ich nicht. Wie hieß denn der? Oh, hat er das im ersten Part gesagt? Hey, hier ist der the Card Gamer. Der Lucky Card Gamer, ja. Okay. Vielleicht ist er Louis? Er ist Louis! 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 Mom! Ja, aber Mom. Casey und Louis sind halt Karten, die du ziehst, aber das kann nicht sein, weil wir spielen ja aus seiner Sicht, glaube ich, gerade. Weil er sagt ja ab und zu mal Kommentare. Was, Snoo Snoo? Mhm. Gesundheit, dankeschön. Hä? Tod durch Snoo Snoo. Oh, ja.
So, jetzt haben wir in diesem Gebiet da alles erledigt, ja. Feuchte Gruft. Guck mal, das ist doch genau die gleiche Map. Ja, genau. Und das heißt, oben rechts ist dann hier wieder der Ding. Da ist die Brücke, genau wie auf der anderen Map. Das heißt, wir müssen jetzt oben rechts hin. Oder sie hat die Brücke jetzt schon freigeräumt, was sie eigentlich gemeint hat. Ja, ich bin hier. Hier ist richtig. Ja, ist frei. Sie ist repariert. Du kannst fröhlich deiner Wege ziehen. Bipu. Bei Snusnu bin ich dabei. Ach, Butterchen. Amöbot. So viel zu sehen. Ja, da ist er wieder. Das hat Amöbot für eine... Ach so, er kommt wieder auf die Hand zurück. Das ist die beste Fähigkeit. Alarmbot. Alarm, wieso macht er 3 Damage? Ich weiß es nicht. Ja, wir können eh nur ein leeres Gefäß dem Alarmbot entgegenstellen. Und dann kriegt er einen Damage. Ja. Und stirbt. Pachonima! Ein Sprengbot, okay. Können wir auch wieder ein leeres Gefäß entgegensetzen? Ich will dich. Und wenden. Boom. Yay. Ah. Können wir wieder ein leeres Gefühl bringen? Ich aber auch was in die Mitte. Also krass ziehen würde ich. Okay. Und dann spielen wir vielleicht den Zauberer wieder. Weil der Zauberer sich immer bewegt. Denk an dieses Bewegen. Ja. Also ihn jetzt erstmal vor den, genau. Jo, viele Eindrücke. Wir können. Ja, ja. 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 Juki, magst du mal meine Blume schnuppern? Gib her. Mmh, eine Butterblume. Ich hatte zum ersten Mal vorgestern gekocht mit Butterbohnen. Oh, kenne ich gar nicht. Das sind so große weiße. Kraft ziehen. Ah, okay. Ja. Ihn besiegen. Nur wo spielen wir jetzt? Wir dürfen uns nicht. Er bewegt sich. Vielleicht die Amelbot einfach ganz rechts. Oder Alarmbot, weil der mehr Damage macht. Einfach auch ganz rechts, ja. Ein Freund. Hier bitte sehr eine Butterblume für die Schnell. Sehr lecker. Riecht gut. So. Den können wir auch wegballern. Genau, den einfach den Arm, also erstmal krass ziehen, ja. Ist eigentlich egal, wer. Ich würde tatsächlich den Armelbot jetzt einfach neben den Ding, dass er eingekesselt ist. Mhm. Freunde. Freunde. Und dann machen wir ihm 3 Damage und nächste Runde haben wir gewonnen. Wir können auch noch einen Scharfschützen. Wir könnten aber auch noch einen Scharfschützen spielen oder den Schildbot. Lieber mal den Scharfschützen. Ja. Ganz links. Okay. Hallo, okay, Kamerad. Okay. Das wusste ich nicht, dass er tatsächlich springen kann. Ich auch nicht, das wusste ich auch nicht. Aber sehr wurscht. Ja. Kriegen wir jetzt 1 Damage, ja. Attacke! Haben wir eh gewonnen? Wir haben eh gewonnen. Lol. Hi. He's not amused. It's not a cow. Changen? Ja, haben wir was Kackiges? Kackig. Jetzt wirst du einen deiner Karten vernichten. Yes! Auch nicht schlecht. Sei kein Dummkopf, das ist besser als eine neue zu bekommen. Ja. Mach dein Deck stimmiger. Und ich gebe dir Robokohle dafür. Nice! Robo-Kohle. Welche ist Müll? Ja, der Goldgräber, ja, eigentlich, oder? Bis jetzt echt am useless. Ja. Haben wir noch was Schlimmeres? Ich glaube eigentlich nicht. Die Geschenke haben, also bis jetzt haben sie uns halt nichts gebracht, ne, aber sind eigentlich okay. Ja, weg mit ihm. Weg mit ihm! Mit dem niederen Goldgräber. Der gibt uns 4 Dollar! Ich meine Robokohle. Robokohle. Bipop.
Oh. Wusst's. Ich hab's ihr gleich gesagt, dass wir hochlaufen müssen. Aha. Meine Datei. What the fuck is this? Hab dieses alte Bild aus der Zeit gefunden, als Elle und ich mit Aquarömern anfingen. Gucci Gladiator, krass. Elle hatte einen Julius Segler. Segler? Haben sie Cäsar in Segler übersetzt, ja, oder? Lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass die Archivarin diese Datei ausgraben würde. Okay. Wir können wieder eine aufwerten. Was passiert, wenn wir da wieder drauf gehen? Passiert es gleich, oder? Vor allem 666. 6. Ja. Juni 2006. Ich hatte heute mal auf meinem Kassenbeleg die 666. Und hier, das sagst du mir jetzt? Wollte mit dir dann nicht mehr reden, wenn das passiert? Wir haben drüber gesprochen, Yuki. Wir brauchen nur zwei dabei. Ach ja, okay. Alles gut. Dein Lieblingszahl, siehst du? Mhm. Ich habe nämlich 26,66 Euro bezahlt. Das ist jetzt wieder verbessert, oder also eine Fähigkeit? Ja. Aber die ist dann wieder tot, ne? Geschenkbot? Ja. In Ordnung. Achso, nee, die bekommt eine Fähigkeit. Hä, beim letzten Mal war das... Was haben wir noch? Bringt nix. Hm. Ja. Ja, ist okay. Ja. Okay. So, können wir weiter nichts machen? Also die Datei bewundern noch zum 27. Mal. Ich dachte 26, 66. Ja, Karte. Sag mal, gibt's überhaupt Vierer oder Fünfer? Jetzt mal wirklich. Mal nee, ernsthaft. Nee, gibt's nicht, Eli. Nein. Sieh mal. Hüpfe freut dich die Gegend, werfe TNT-Stangen durch die Gegend und pfeife. Okay. Doppel? Ja, nehmen wir doppelte Fun, doppelte Gun. Der ist halt seinem Ding wert, weil der macht ja 4 Damage, während der nur 2 Damage macht, dann springt der halt rum. Ja. Dann machen wir lieber einen Doppelschützen. Dann haben wir ein Dreierdeck Doppelschützen mit 3er Scharfschützen Schützen. TNT. Dynamite. Wir könnten ein leeres Gefäß, dann macht er einen Schaden. Und dann ist der besiegt. Ja. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Bums, bums, bums. Bums, 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 bums. Ja, ja, ja. Wir könnten ein leeres Gefäß dem Kick geben. Ist zufällig das Geschenkbot mit der Fähigkeit? Nee, leider nicht. Nee. Aber vielleicht trotzdem das Geschenkbot dem Typen entgegensetzen. Wir kassieren aber 2 Damage. Damage. Was bist du denn her? Ja, Möbo. Oh, mit Flugabwehr? Ja. Ist vielleicht gar nicht mal so gut. Ja, weil die alle mehr Schaden machen. Aber trotzdem, den spielen, irgendwo, wo jetzt kein Gegner ist. Und dann damit das Fliegviech wegfliegen. Okay. Das hier? Boing. Ist das einzige, siehst du noch ein anderes? Ja, da hinten. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Guck doch. Ich sag's doch. Krass. Ja, eigentlich wäre ein leeres Gefäß besser, weil dann können wir das leere Gefäß und ein Geschenkbot spielen, ja. Nochmal. Leeres Gefäß. Ja. Dann dem Ding entgegensetzen, dann stirbt es. Stirb! Und mit dem Aim-Bot-Bot-Bot machen wir die Biene-Put-Put-Put-Put. Und dann Geschenk einfach mal. Ich glaube, wir spielen manchmal sinnvoller oder warten, aber ich würde es vielleicht sogar spielen aufs vorletzte Feld. Den armen Alarmbot. Die kannst du nicht spielen. Ah ja, den Geschenkbot meine ich. Mhm. Aufs vorletzte, also das hier. Das hier. Sieht doch schon mal gut aus. Die Biene weg. Die Biene.
Dann bei Amobat. Dann ziehen wir Gras. Und dann können wir den Scharfschützen, den wir jetzt gezogen haben, ganz auf rechts. Die rechte Seite placen und sein Bot weg. Aber wir kassieren halt wieder. Ist es wieder ein fliegendes Vieh, was da kommt? Ja. Dann wär's Wasser. Papa. Ach so. Sein Ding. Bums weg. Bumpf. Weil jetzt sind wir halt kurz vorm Sterben. Danger. Kassin. Doppelschütze. Scharfschützen in die Mitte. Können leeres Dings wir wegmachen. Ich überlege nämlich, ob wir könnten den Alarmbot der Biene entgegensetzen und die dann damit besiegen. Das ist, glaube ich, klüger. Weil machen wir nächste Runde mehr Damage, ja. Okay. Also ganz links. Wir machen den Weg frei. So. Let's go. Okay, let's go. So. Kastin. Doppelschütze Mitte. Okay, let's go. So. Krass ziehen. Schildbot. Ganz rechts spielen. Besiegt seine Bombe. Er bleibt geschildet. Die Ding stirbt. Wir machen 4 Damage und haben gewonnen. Aber das ist erst eine Runde drauf. Den noch rechts und dann können wir die linke Bombe auch. Dann stirbt er halt selber. Aber anyway. Ja. Oder wir hätten ja das leere Gefäß opfern können und dahin spielen können. Aber ist ja Bums. Links, also ich würde die Bombe wegsprengen. Okay. Wir können ja auch direkt machen, aber können wir, glaube ich, nächste Runde mehr, wenn wir nicht jetzt schon gewinnen. Genau wie im Overkill, alles mit einberechnet. Und jetzt können wir ihn richtig drücken. Das heißt, wir nehmen jetzt krass. Schade, er hätte den Orobo gefeiert. Die Hammer in die Hand. Hammer in die Hand. Ja. Ein großer Fehler, das zu machen, genau. Und dann, let's go. Macht der nochmal ein Damage, der Wachtrum-Ding? Ja. Ja. Aber wir können nicht spielen. Genau. Let's go. Kriegt man eigentlich eine Energie wieder, wenn man mit dem Hammer die Sachen zerstört? Nein. Nein. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Ob du dir sicher bist? Ja! Ja, ein Ja hätte gereicht, Yugi. Ich weiß nicht, was du immer hier für ein Terz hast. Das ist sowas Kinderkasper hier. Sieht schon wieder unten nach einem Boss aus, aber da kommen wir zum Morgier. Gehen wir erstmal hoch. Da ist der Endboss wahrscheinlich. Was gibt es? Was willst du? Ich bin nur eine Prüferin. Du hast mich eine Menge Dateien zu prüfen gegeben. Du möchtest durch dieses Tor. Versuche die Satellitenschüssel am Fuße des Zauberturms zu prüfen. Also wir müssen wirklich wie in der Story die anderen erstmal. Oh, jo, oh nein. Jo, ich habe ein Teil vergessen. Du hast Beine, steh auf und hol es. Es ist ein Schmelzraum. Schwebt oberhalb der Schmelzmaschine. Ich kann dich nicht weitergehen lassen, bis ich es habe. Also jetzt kommt die Fotoapparat, glaube ich, zu... Lauf, hol es dir. Hä? Ihr sollst zum Schmelzraum, du hast doch Beine. Ja, aufstehen. Ach so. Yuki verwirrt. Der ist kein Schmelzraum. Wer weiß. Kannst du mal endlich leuchten? Was ist mit dem Ding? Schönen Gruß. Der Schmerz erträglich. Der Druck in den Röhren ringsum fühlt sich gut an. Und das Wissen, was der Meister nah ist. Oh ja, der Meister ist nah. Ich spüre seine Anwesenheit. Dieser Roboter wird den Tag bereuen.
Der Schmerz erträglich. Ja, Lisa, nochmal. Guck mal hier. Dauerschleife. Ja, das könnte das sein. Dann müsste das obere Flug. Ja. Try and error. Eine Kiste. Ja. Finden wir schon nach. Du weißt, wie Try and Error funktioniert. Nimmst ein Symbol, alle durch. So, Totenschädel war. Eins weiter. 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 So, und dann nächstes eigentlich. Aber müssen wir jetzt nicht machen. Also. Wir können auch offiziell versuchen zu gewinnen. Yuki ehrgeizig. Vor allem Yuki still. Meh. Meh. Wenn es überhaupt das Rätsel dafür ist. Ich weiß nicht, obwohl es eigentlich schon dafür angezeigt war, gell? Ganz oben. Bär, Motte, Eule, oh, warte, falsches Spiel. Ich glaube, das reicht dann eine Runde. Mit welchem Symbol haben wir eigentlich angefangen? Genau. Ich glaube, das wird nichts. I know. Niemand möchte mich mir einen Schneeballschlag machen. Oh. War nicht Polo eigentlich da? Hi, an der Stelle. Du ziehst deine Energieboard, du hast volle Energie. Fertig. Hä? What the fuck? Also, Ding, fröhlich Ding, also so gemischt halt mal. Nee, schon alle drei wahrscheinlich, aber in der richtigen Reihenfolge, oder? Hm, nee. Du ziehst deinen Energiepot. Du hast voll Energie. Weil wir sie noch nicht haben, vielleicht müssen die erst fröhlich sein, dann geht es. Hm. 2 plus 7 plus 3. Oder soll es 7 sein oder 1? Das ist, glaube ich, eine 7. Gib doch mal 1. Das müssen 12 sein. Aber immer wie viel Damage wir machen. Oder das Symbol soll es einfach. Müssten trotzdem 4 sein. Sind 10 plus 15 sind 35. Was? Wie kommst du auf 35? 2 plus 3 sind 5. Ja. Ja. Ja, ja. 5 hoch 3 sind 15. Also sind 20. Wie kommst du auf hoch 3? What the fuck? Yuki, was rechnest du? Das sind 2, 4, 6 Angriff gewesen mit dazu. Das sind 11 insgesamt. Hä? Wieso hoch? Da stand doch Plus. So, 12. Ja. Also bevor du Enter fertig drückst, lass es zusammen überlegen. Nicht einfach. Das waren 4, hast du gesagt? Ja. Weil 2 links, 2 links, genau. So, du machst jetzt links 2. Ja. Plus? Ja, 3. Sind 5. Sind auf 5. Der rechten Seite machst du 6. Ja, es ist eine 2. Ja, es ist eine 2. Ich hab gesehen, dass es eine 5 ist. Tschö. Ach, ja. Dann sind es 11. 5 ist aber andersrum. Also das müssen wir irgendwie nochmal üben mit dem räumlichen. Mango. Dann sind es 11.
Mhm. Yay. Oh, es sind dann 1473. Juki, was rechnest du? Mehrmals auf einen drücken bringt auch nichts, dass es irgendwie was ändert. Nee. Ja, irgendwie muss er noch glücklich werden. Dann können wir das machen. Was haben wir denn überhaupt jetzt gemacht? Ja, einfach glücklich. Oder Ding. Vielleicht beide traurig? Als ob wir das noch nicht probiert haben. Ich dachte halt echt... Das haben wir schon probiert. Weil beide zweimal traurig ist ja glücklich. Eine Insektendrohne droht dich zu töten. Du ziehst einen Springbot. Glücklich, ganz links. Nee, warum? Hä? Was ist mit dir? Springbot wehrt ja fliegen ab. Erklär mir bitte den Sinn dahinter. Ah, in der Reihenfolge. Also zuerst ist eine Mitte und dann das linke, oder? Ja. Hä? Erstaunt und dann glücklich? Die große. Alle drei, würde ich sagen. Hey, wieso solltest du erstaunt sein, wenn der... Ach, egal. Aber ja, wir haben es zumindest verstanden. Irgendwie. Wir haben es mindestens geschafft. War da ein Symbol? Nee, oder? Gerade eben das kleine Ding, wo du drauf gedrückt hast. Nee, ich sehe keins. Nee. Okay. Kann man die Knöpfe drücken? Bipupi. Nö. Warte auf Netzwerk. Ja. Tu mal auch. Welches Siegel wird dargestellt? Was? Achso, ja, das erste. Es könnte halt beides sein. Genau, das könnte auf jeden Fall nicht sein. dann ist es das andere. Das ist auf jeden Fall die Pfeile, ganz links. Ja. Der wartet immer noch. Ich weiß nicht, was wir hier gerade in welcher Reihenfolge machen, aber wir machen es auf jeden Fall. Ja. Warst du schon bei der Truhe? Gar nichts. Aber gleich. Da ist nix. Hör mal genau zu. Klick, 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 klick. Mhm. Danke, Butterchen. Steh. Probieren wir aus. Oh ja, unbedingt. Dynamite! Da ist eine Karte dazwischen. Da rechts. Sieht das nur so aus? Das sind die Bücher, die fliegen. Okay, ja. Bisschen verpixelt. Können wir die Bücher nicht nehmen und die ihm eins über die Rübe ziehen? Also wir müssen doch irgendwie weitermachen können. Er wird uns doch nicht umsonst dahin geschickt haben. Hm. Was sollten wir ihm bringen? Das da. Ach, das haben wir schon. Aber trotzdem, dass wir anderen Sachen nicht machen können. Ja, Glückwunsch, Polo, zu dem Sieg. Nice, nice. Was? Ja, Yugi, was? Ich weiß es nicht. Ja, warum liest du denn nicht? Ich denke mal, weil es da drüber fliegt, wir können es jetzt unserem... leeren Gefäßen zufügen oder unserem Deck. Aber ich würde es halt den leeren Gefäßen zufügen, wenn es jetzt die Moxe sind.
Yuki, are you here? Nein. Warum? Ich weiß es nicht. Hier, warum klickst du denn auch einfach durch? Ich weiß es nicht. Wir wollen doch irgendwie spielen, oder? Jetzt mach halt das Rechte. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Du! Das ist halt voll kacke, jetzt müssen wir immer diese blöden Saphir-Gefäße ziehen. Oder Rubin-Gefäße. Oder Smaragd-Gefäße. Drück eine. Hättest du vielleicht mal gelesen, was du jetzt hätten machen sollst, dann wären wir vielleicht jetzt nicht so aufgeschmissen. Vielleicht mal alle in eine? Nein, der hat dir gerade nur erklärt, dass du die Farben bei denen ändern kannst und deswegen in deinem Deck entscheiden kannst, welche Farben du hast. Ja eben, deswegen müssen wir jetzt uns auf eine einigen, oder? Nö, müssen wir nicht, oder? Dann nehmen wir wieder blau. Er meint ja nur, wir sollen es ausprobieren. Okay, also kannst du wieder weg. Ja. Ja, okay. Chichi Yuki. Ja, Butter, hier was los. Und ich veredelsteinere sie. Okay. Gesenkt. Auch nicht schlecht. Du wirst schon sehen. Okay. Oh, oh. Mir ging meine Nase gepupt. Ich habe keinen Pupsound gehört. Ich habe auch keinen Bub-Song gehört, aber hat mich gebucht. Einsamen Zauberer? Wäre es nicht klüger, so einen Doppelschlag-Typen-Schütze zu nehmen und seine Kosten zu reduzieren? Ja, eigentlich schon. Weil nehmen wir jetzt. Na, das können wir ja selber entscheiden, wenn wir blau nehmen. Also, wir können die ja wechseln, weißt du? Hä? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Warum der jetzt auch stärker? Nee, warte, ich erklär's dir nochmal. Also, wir haben jetzt hier die drei Symbole drauf. Das heißt, es ist eine edelsteinifizierte Karte. Mit unseren Gefäßen können wir entscheiden, bei unseren Kartendeck, welches wir wählen. Genau, und dann können wir das halt nehmen, was wir brauchen. Und Orange macht Kraft. Grün macht Gesundheit und Ding macht weniger. Genau. Okay, ja, cool. Kann auch mittendrin wechseln? Nee, oder? Nee, ich glaube mittendrin nicht. Okay, sie leuchten auf, wenn du die richtigen Edelsteine hast. Das Ding wird immer komplexer. Sehen. Ja. Nice. So, an der Stelle würde ich dann aber auch gerne einen Cut setzen. Und mal gucken, wie wir jetzt raiden können, weil ich möchte ganz gerne mit Essen machen anfangen. Wir haben jetzt 4 Stunden. Du immer und deine natürlichen Bedürfnisse. Na klar. Wenn du herkommst, schicke ich die Katzen auf dich. Miau. Warum musst du die Katzen so dumm strafen? Oh, ich wurde gebuppt. Warum bin ich so viel größer als du? Kannst mich ruhig kleiner machen. Ich bin so groß im Stream. Du bist gewachsen. Nee, ich bin geschrumpft, weil wegen meinem Hawaii. Ich will auch schrumpfen. Warte. Ich will auch Kawaii. Aber das dauert so lang. Das ist so eine Verzögerung. Jetzt werde ich kleiner. Bisschen komisch, wenn ich es jetzt so... Ich brauche Shiva dafür nicht. Hawaii ist lecker. Ja, ich weiß nicht. Irgendwann habe ich mir angewöhnt, zu Gewei Hawaii zu sagen. Ja, doch. Jetzt bin ich in Originalgröße. Simsalabim und kleiner. Ah! Oh, wir kriegen ein neues Bild.
noch ein Bild von Elle und mir für die Schule, aber ich glaube, es war nach unserem Turniersieg im Comicland. Ma und Pa sagten wir was von einem Rechtschreibwettbewerb. So soll keine Bilder von mir liegen, Mensch. Ich war ein hübsches Mädchen früher. Bitte mich nicht mit Seilen befestigen, aber Affines. Ara, ara. Ara. 1:1, aha. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Verbessern wir? Was haben wir denn, was nicht so schlimm wäre, wenn das weg ist? Die eine Geschenkbox, wa? Verschnürt Affines wie ein Geschenk und legt ihn unter den Baum. Nice. Ja, nehmen wir den Geschenkbot, oder? Sorry, also, Internet, sag wieder nein. Ja, ist kein Problem. Nehmen wir den Geschenkbot, oder? Ich hab grad gesagt, was spielen wir überhaupt? Es ist auf jeden Fall kein Jura, ey. Nee, ist ein Affines. Verbessern wir gerade, ja. Wissen wir schon was? Nee. Nee, du willst mich jemandem schenken? Was hat dir die Person denn bitte getan? Oh, Affines. Reduzier dich doch nicht so runter. Ja, nimm mal Geschenkbox, oder? Los geht's. Okay. Blöd. Blöd. Ja, da schiebst du halt alle deine Dinger rüber. Yeah. Der bewegt sich dann jede Runde. Und den kriegen wenn wir Energie? Wenn dieses Siegel ausgespielt wird, erhält der Besitzer eine Energiezelle. Okay, oder ist eigentlich gut aus. Er bringt nichts, weil der Nullangriff. Ja. Also das Batterie. Einzige, was bringt, ist das hier. Nein. Ja! Wer kommt denn hier hereingeschlittert? Dankeschön für den Raiderino! Nice! Danke, den Nudel! Vielen Dank! Dankeschön! Hallo, ihr Lieben! Fertig, shot out! Geht mal lieber rüber, lasst alle mal ein Follow da! Ja! Das wäre jede Runde. Ice Raid! Vampiril Samus! Samus, vielen Dank, dass du hier bist! Mit dem ersten Chat-Nachricht! Genosse Nikolai, vielen Dank für den Follow, herzlich willkommen im Schneechaos! Hallo, hallo, hallo! Ein Eisbaby. Ach, warte, falsche Werbung. Eisbaby! Nikolai! So, wir haben jetzt eine Geschenkbox mit zusätzlicher Energie. Wo wir gerade bei Geschenke sind, wenn wir jetzt gerade so viele neue im Chat sind, willst du vielleicht vom Adventskalender erzählen? Ja, also ihr Süßen, wir machen dieses Jahr einen Adventskalender auf YouTube. Und zwar wird jeden Tag ein Video hochgeladen, wo ein versteckter Buchstabe ist. Es sind dann insgesamt 24 Buchstaben hintereinander weg und die bilden einen Satz. Wer mir am 24. nach Release des letzten Videos als allererstes diesen Satz schreibt, der muss natürlich Sinn ergeben, ne? Der bekommt eine Zeichnung von mir, der gewinnt eine Zeichnung. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, in die Kommentare einen weihnachtlichen Kommentar zu schreiben. Zum Beispiel, weiß ich nicht, der Schneemann hat Glöckchen. Ist weiß. Der Schneemann ist weiß. Wow, das ist sogar noch einfallsloser als meiner. Und der mit dem weihnachtlichsten Kommentar gewinnt eine Zeichnung. Ihr könnt also insgesamt 24 Lose haben. Der Supermod wieder. Genau, also ihr habt 24 Chancen, den weihnachtlichsten Kommentar zu schreiben und gewinnt dann auch nochmal eine Zeichnung. Also insgesamt könnt ihr mit diesem Adventskalender 2 Zeichnungen gewinnen. Genau, und heute kamen jetzt 2 Videos online. Mhm. Das Phasmo-Video, da ist jetzt kein Buchstabe versteckt, soweit kann ich schon mal spoilern. Und der erste Buchstabe ist quasi schon online. Genau, der erste Buchstabe ist online. Wenn ich mich nicht täusche, sollte er sogar zweimal im Video zu sehen sein. Aufgrund eines blöden Fehlers, aber ist es vielleicht ganz gut für den Einstieg. Nein, wir wollten es am Anfang natürlich einfacher machen, damit ihr nicht gleich frustriert seid und dranbleibt. Nein, eigentlich war es wirklich ein Programmfehler, aber nun... Kann ich mir echt nicht erklären, ne? Der erste Buchstabe ist euch damit safe. Habt ihr noch Fragen? Muss ich noch was beantworten? Und was für eine Zeichnung ist dann euch überlassen? Also genau, ob ihr einen Schlüppi möchtet. Euch dann wünschen. Oder ein Schlüppi. Ein Schlüppi oder ein Schlüppi vielleicht. Ein Schlüppi könnte ich auch machen. Schlüppi. Schlüppi zeichne ich übrigens sehr gerne. Könnt ihr alle angucken im Schneechaos. Das ist der Discord. Link in der Beschreibung.
Ist 7 auch ein Buchstabe? Nein. Nein, Mayonnaise ist kein Video, was hochgeladen wurde. Also Subject hat mich direkt mit einem Schlippi, darauf der eine Schlippi trägt. Ja, Subject hat verstanden. So. Jetzt weiß ich schon, was ich mir zu meiner Tombola wünsche. Toll. So, wo wollen wir eigentlich langlaufen? Schade, dass links ein Pfeil ist, sonst hätte ich gesagt links. Wir sind von links gekommen, du Eumel, du. Was ist Mayonnaise? Aber sind Schlippis Buchstaben? Nun. Nein. Aber du kannst sie auch in Suppe tunken. Mach kannst man das Alphabet als Schlüppi zeichnen? Schlüppi-Alphabet. Der Schlüppi-Bet. Der Schlüppi-Bet! A steht für angezogen. U steht für Unterhose. Chat, in welche Richtung begeben wir uns? Alles außer links wird genommen. Ja, Schlüpfer! Genau, hoch, rechts oder runter. Genosse, gib die Flasche, stehen bleiben ist keine Option. Also ich hätte jetzt einfach gesagt, wir gehen einfach mal runter. Oben, okay, wir gehen nach oben, alles klar. Oben runter. Ja, ich glaube, wir gehen nach oben unten. Hier genau, rechts, unten, links. Okay. Komm ich von hier nicht? Komm ich nicht vor. Ja, wir sind jetzt da. Ganz links, ja. Das wäre sinnvoller, wenn wir runter... Oder oben waren wir auch noch nicht. Oben ist das PC-Typi-Ding. Da kommen wir aber noch nicht weiter. Da waren wir letztes Mal, ja. Wir müssen genau runter. Da kommen wir genau nicht weiter. Super, CP. Super. Dankeschön. Danke für nichts, ey. Da kommen wir wir müssen weiter. Richtung Worsten. Worsten. Ja, auf zum Pfosten. Wir haben ein Problem. Mal, hier ist was. Da schon wieder das. Du weißt, was zu tun ist. Ich hab's vergessen. Wir können jetzt eine von denen mit einem Kristall ausrüsten. Das heißt, wir können die dann als Zauberkarte ausspielen. You activate my trap card. Ja. Und wir können halt entscheiden, was ist. Also der grüne war, glaube ich, minus ein Energie. Ach stimmt, die waren ja auch. Genau. Ich überlege gerade, ob wir das Geschenk nehmen. Da zwei nebendran, genau. Weil das ja minus Angriff macht. Nee, rechte Seite. Ja. Lustig, dass genau links und rechts beide nebendran waren. weil da können die halt das kaum noch angreifen. Halt von Meister einen Sack und bekommen. Wir machen dann die Ability, wo er mehr Damage kriegt. Ja. Ja. Alles dann können klar, wir mit dem auch angreifen. Danke für dein Lurgerino. Dankeschön. Was haben wir denn da? Ich bin mir unsicher. Das wäre jetzt plus ein und der gibt es wohl noch zwei Leben, okay. Ja, die Dinger sind automatisch alle da. Wir müssen ja halt mit den Sachen, die wir kriegen. Achso, ja. Dobby hat von Meister einen Socke bekommen. Yukon, danke schön für deinen Lurk und einen wunderschönen dir. Hallo, hallo. Holla. Holla, Chica, dass sie ladders. Was? Ich hab's nicht mitgekriegt. Haben wir weniger Energie, glaube ich? Kann sein. Ja, das können wir auch entscheiden mit dem Ding. Also ganz klar, Freya. Einen schönen Abend dir noch. Zufällig ausgelost. Bye. Gute Nacht. Das können wir, wie gesagt, selber bestimmen. Achso, ja. Dann hatten wir das, wo weniger Energie ist. Jetzt genau, bin ich wieder im Game. War das bei dem... Mach nichts falsch. Es reicht, wenn wir einfach weiterspielen. Werf die Schlüpfer! Danke, Klasse. Genosse. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Werf die Schlüpfer heißt es. Schlüpfer! So, wir haben hier... Grünes Mox, alles klar. Wir haben jetzt hier so lange eine Karte mit diesem Spiel, bla bla, grünes Mox. So, hier haben wir ein Saphir-Gefäß. Ja. Doppelschütze und Amöbot. Wir haben. Warum hat der Doppel unten das Zeichen vom grünen Ding? Wird da irgendwas. Ja, weil der hier aktiviert ist und den haben wir schon einmal aufgewertet. Das heißt, der hat generell alle hier und hier der Saphir liegt sozusagen. Das heißt. Ach, jetzt macht mein Hirn Klicke und ich verstorbe. Gut. Also, spielt er denn schon für krasse Sachen? Ja, drei Angriff. Wir der macht ein Gefäß kaputt. Dahin klatschen. Ja, aber ja.
Ja, was anderes. Naja, weil dann kriegt er ja ein Damage. Mhm. Weil wir die. Das heißt, wenn wir alle drei Gefäße hätten, würde auch alle drei Abilities auf eine Karte gehen. Genau, genau. Gefäß nehmen? Weil er hat ja eh nur ein Gefäß. Wir haben nur zwei. Wir können den Ammo-Bot spielen. Das würde ich was Krasses ziehen. Da haben wir auf jeden Fall den Ammo, der aimen kann. Also der Ammo mit dem Aim. Ja. Dann haben wir den Alarmbot. Ja, haben wir den für die nächste Runde. Dann können wir ihn jetzt irgendwie links spielen und dann wir können ja überall hinschießen. Ja. Genau. Und dann greifen wir an. Und wir kriegen sogar eine Energie dazu, dann könnten wir doch. Oder nee, wir kriegen nur eine, gell? Oder erst wenn er stirbt. Ja, nee, er hat sogar gewollt. Genau. Der würde den nicht töten. Wir könnten. Der würde ihn töten. Ja, den können wir so mal krass ziehen, oder? Dann können wir sowieso Alarmdinger spielen. Ja, Alarm! Alarm! Oder wir können auch den anderen daneben, oder? Wie viel macht der Damage? Welcher? Der macht 2 Damage. Der da rechts daneben? Das ist links? Der rechts daneben? 1. Okay, dann spielen wir jetzt die Alarm und besiegen sein Ding. Genau. Und greifen ihn direkt an, ja. Alright. No. Ja. Was hat er da gespielt? Auch Alarm. Okay, also Alarm gegen Alarm. Wie viel hat der Lebende links? Auch nur 1, gell? Mit 2 Angriff. Ja, aber dann kann man da den Schildbot auf jeden Fall gleich hinspielen. Dann kann man krass ziehen. Wir sind auf jeden Fall immer noch safe. Perfekt. Und wir haben wie viel noch Energie? Noch 2. Schade. Okay. Reicht nicht ganz. Boink, boink. Der macht den jetzt platt. Jetzt können wir krass ziehen, mit dem Scharfschützen dann angreifen. Wir haben Wir können sogar den spielen, wir können aber auch so einen Doppelschützen. Ich würde eigentlich eher den spielen. Aber wir haben ja noch diesen Kristall, der macht den Doppelschützen jetzt was genau? Mehr Leben. Ja, Ouroboros, easy win. Einfach auf ein freies Feld und let's go. GG. Easy peasy. Katschung. Danke fürs Zusehen und denkt daran zu abonnieren, liken und kommentieren.